Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch für das Video wäre natürlich klasse. Unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den verschiedenen Internetseiten, wo ich diese Informationen her habe. Allerdings gibt es da auch dann meistens Bilder drin und manchmal auch kleine Videos drin und natürlich mehr Informationen zu den einzelnen Themen, zumindest meistens. Ja, dann gibt es den Weiterempfehlungslink für einen Tesla. Das bedeutet, wenn man diesen nutzt, bekommt man zusätzlich 1500 Kilometer freies Supercharger. Man muss allerdings über diesen Link einsteigen und das Auto dort bestellen. Ansonsten funktioniert das denn wohl nicht. Dann gibt es den Twitter-Account und es gibt ein paar andere Videos als Beispiele da drin. Ihr könnt aber in meine Playlist gucken, ob das nun Roadmovies, Technik oder E-Bikes ist. Gibt es eine ganze Menge an Auswahl. Kommen wir aber zum Tagesthema. Und das Tagesthema ist heute Humble One. Humble One hat nicht direkt was zu tun mit Hubble, dem Weltraummikroskop, sondern Humble One ist ein SUV. Ja, und dieses SUV ist von einer kalifornischen Firma entwickelt worden. Das ist ein Start-up und das wurde 2020 gegründet. Das ist natürlich relativ jung, so ein Unternehmen. Und die haben jetzt sozusagen ein SUV entwickelt, der enorme Parameter hat, wenn man da genauer drauf guckt. Und zwar soll dieses Fahrzeug 800 Kilometer weit kommen. Und das für ein SUV ist schon ganz enorm, wenn man sich jetzt so einen Lucid anguckt, der super CW-Werte hat oder auch ein Tesla Model S oder den neuen EQS, über den ich ja auch berichtet habe. Dann sieht man ganz klar, ja, die haben natürlich einen super CW-Wert und so ein SUV ist einfach höher gebaut. Nun ist, wenn man sich die Bilder oder das Bild anguckt, dann sieht man schon, dass der SUV nicht ganz so hochbeinig ist wie zum Beispiel ein Jeep oder ein Range Rover oder so etwas. Also die sind schon mehr bullig als das. Selbst ein Tesla Model X hat dort doch höher aufgebaut als dieses Fahrzeug. Dies ist aus meiner Sicht, ja, es ist ein SUV, aber golfmäßiger SUV, würde ich sagen, von der Größe. Also ein bisschen mehr gedrungen. Dadurch hat er natürlich einen besseren CW-Wert und das ist ganz bestimmt auch eines der Erfolgsparameter. Ein anderes Erfolgsparameter soll dabei sein, dass er eine große Fläche mit Solarzellen hat. Nun geben die, die Gründer dieses Unternehmens an, dass das Auto ja, fast 90 Kilometer oder 96 Kilometer an zusätzliche Reichweite schaffen soll durch die Solarzellen. Wenn wir uns jetzt die Solarzellen angucken, dann ist da nicht so viel, das ist das Dach. Und daher, ja, 96 Kilometer, das ist ein bisschen fragwürdig, aber wer weiß, ob da irgendeine große Effizienz hintersteckt, dass das diese Solarzellen eben so viel erreichen können. Wenn man sich das Sono anguckt, Sono ist ja ein deutscher Hersteller, ein Start-up, die eben ein Fahrzeug gebaut haben, was auch mit belegt ist mit sehr viel Solarfläche. Und die können immerhin etwas über 30 Kilometer Reichweite herausholen über einen Tag, also 34 Kilometer, was aus meiner Sicht wirklich schon ganz beeindruckend ist. Und daher, dass dieser SUV wirklich dann auf 96 Kilometer kommt, kann natürlich sein. Erstmal kann man natürlich davon ausgehen, dass wenn so etwas angegeben wird, das auch erreicht wird. Auch wenn wir schon festgestellt haben von einigen Herstellern, dass die natürlich mehr angegeben haben und nachher dann doch zurückrudern mussten, weil sie es nicht geschafft haben. Mit diesen 800 Kilometer Reichweite grundsätzlich gesehen wäre das SUV das einzige SUV, was solche großen Reichweiten bietet. Wie die Ladegeschwindigkeit für dieses Auto ist, ist noch nicht bekannt. So weit sind die Hersteller dann doch noch nicht, dass sie irgendwie mehr Details geben können, weil das Auto soll so 25 verkauft werden. Also noch ein paar Jahre hin. Andererseits, wenn man guckt, dass das Unternehmen erst in 2020 gegründet ist, 25 schon zu produzieren,
Ja, das ist schon eine wirkliche Herausforderung. Gucken wir uns Fiskars an. Fiskars ist ja schon lange dabei, entwickelt schon lange die Autos und die sind immer noch nicht auf dem Markt. Daher, das dauert auch. Lucid hat eine ganze Zeit gebraucht, bis sie dann angefangen haben zu produzieren. Man muss ja erstmal überhaupt auch die Produktionsstätten dann noch bauen, um dort zu produzieren. Und ja, daher, okay, gehen wir mal davon aus, dass die das wirklich schaffen könnten und man könnte dann 25 dieses Fahrzeug bekommen. Dann kann man das jetzt schon reservieren und zwar für $300 kann man hingehen und kann sich so ein Fahrzeug reservieren. Ja, ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn man so ein Fahrzeug reserviert. Wenn die Firma pleite geht, dann ist das Geld natürlich mit weg. Insgesamt soll es aber schon 20 Millionen in Reservierungen geben, in Pre-Orders. Wenn aber 20 Millionen dort Pre-Orders sind, das ist ja keine kleine Summe, die man dort denn sozusagen sieht. Also 20 Millionen in Dollar, dann bedeutet das, dass fast ja, 67.000 Fahrzeuge vorbestellt sind. Auch das, glaube ich, ist aus meiner Sicht 67.000 Fahrzeuge ist schon eine hohe Zahl. Nun könnte man natürlich sagen, ja Mensch, das Auto ist super günstig, zum Beispiel wie ein Dacia Spring, der ist super günstig, hat grundsätzlich ganz gute Features als Fahrzeug und deswegen hat man sehr viele Vorbestellungen oder wie beim Model 3, wo man eben auch sehr viele Vorbestellungen gekriegt hat, weil das Model 3 natürlich auch ein Fahrzeug war, was preislich zwar noch höher war, aber trotzdem in einem gewissen Rahmen war, wo denn doch mehr Leute das bestellen können. Nun kommen wir zum Preis. Und der Preis, da fängt man dann das leichte Schlucken an, denn der Preis liegt bei $109.000. $109.000, das ist schon in der Richtung wie ein Lucid zum Beispiel. Da kommen noch die Steuern drauf in den USA. Und in Europa würde das dann 92.600 Euro sein. Das wären dann fast 93.000 Euro. 93.000 Euro, da fehlen aber noch Einfuhrzölle, Steuern und so weiter auch drauf, weil das ist erstmal der Rohpreis von diesem Fahrzeug. Wenn man jetzt sagt, ja gut, da kommt 20% noch drauf, liegt das Auto auch ungefähr bei 109, vielleicht sogar, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Einfuhrzölle sind, wie weit der Mehrwertsteuersatz noch oben zusätzlich drauf kommt. Ja, dann liegt so ein Auto auch bei 110, 120.000 Euro, wenn das hierher kommt. So, und das soll denn in der Basisversion sein, ohne Extras. Ja, da ist immer die Frage, was ist eine Basisversion, was sind die Extras, die noch dazu kommen. Bei einem Lucid zum Beispiel würde eine Basisversion von dem Fahrzeug um die, ja, wenn man jetzt den Grand Tour sieht, der hat kostet 130.000 Euro, glaube ich, 130, 139.000 Euro. Und der Dream Edition, wo wirklich dann alles drin ist und die erste Edition ist, die kostet 170.000 oder so, 169.000. Das heißt, da sind nochmal 30.000 zusätzlich drauf. Guckt man sich an, die Konfiguration von einem Taycan, hat ja Uwe Kröger gemacht, der hat sich so ein Fahrzeug ja konfiguriert und bestellt, sind da auch nochmal 30.000 draufgekommen. Wenn man sich das aber beim Tesla anguckt, dann kommen da höchstens noch die Farbe und die Räder zu. Also daher ist die Frage, wie viel Zusatzleistungen man dann dazu kriegt. Kriegt man dann das Solardach automatisch mit drin oder nicht? Ja, dann muss man natürlich sehen, dass man für so ein Fahrzeug eben doch schon ganz schön viel Geld bezahlen soll. Jetzt ist es eine neue Firma und da muss man darauf warten, ob die sich wirklich durchsetzen kann. 300 Dollar zu investieren, wenn man so ein Fahrzeug haben will und da ja, vom Prinzip her eine Reservierung zu machen, kann man natürlich machen, ist aber eben die Gefahr, dass man auch das verlieren kann, wenn die Firma das dann nicht schafft. Insofern muss man sich das überlegen und die Firma ist wirklich sehr jung und ja, wenn das Auto produziert wird, bin ich ganz bestimmt sicher, dass es da Leute gibt, die so ein Fahrzeug sich kaufen werden. Vielleicht kauft das ja auch irgendjemand auf, das Unternehmen, um das dann zu integrieren bei sich.
wenn die wirklich gute Entwicklungsarbeit geleistet haben. Ja, aber da muss jeder selbst entscheiden und ich glaube, für die meisten ist das so, da stellt sich gar nicht die Frage, weil wer kann mal eben so 130.000 Euro für so ein kleines SUV ausgeben? Wenn man es über hat, ist es schön und kann vielleicht auch sehr nett sein, so ein Fahrzeug zu haben. Aber ansonsten ist es eben für Leute, die etwas Besonderes haben wollen, eine andere Möglichkeit, sich abzuheben von der Masse mit so einem Fahrzeug. Das soll es aber für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.